Hey Freunde, heute spielen Gaming Area und ich zusammen Notruf M. Wir sind beide noch keine Profis, aber ich habe mir gerade den Helikopter Game Pass geholt und jetzt will ich Gaming Area und mich zusammen zum Absturz bringen. Du willst uns zum Abstürzen bringen? Bist du lebensmüde? Nein, will ich ja natürlich nicht, aber ich kaufe mir jetzt hier den Helikopter und ich glaube, ich habe den jetzt gespawnt. Steht da draußen jetzt ein Helikopter? Das ist kein Helikopter, das ist meine Schrottkarre. Warte mal, hast du abgeschlossen? Ah, du hast abgeschlossen, ich nicht. Aha, let's go. Karma. Nein, Hilfe. Wir müssen jetzt zu einem Flughafen fahren und irgendwo, genau, fahr du einfach mal in meinem Auto mich zum Flughafen. Und ich würde sagen, ich steige schon mal direkt ein und du kannst auch einsteigen. Ich werde uns mal in die Lüfte bewegen. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Ich glaube, wir werden auch sterben. Ach, ich bin ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen. Perfekt. So, zur Info, ich würde das gerne noch überleben, wollte ich nur so anmerken. So ganz am Rand. Also wenn du das eingerichtet bekommst, würde ich gerne überleben. Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Zumindest ein bisschen. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Ich bin Profi. Ich bin richtiger Profi. Wir wollen heute ein bisschen Crime-Action machen in Notruf Emden, aber mit dem Helikopter. Ich glaube, wir brauchen den einen oder anderen Sanitäter. Aber, ey, bisher ist doch richtig sportlich, oder? Wenn wir das in Notruf Hamburg hätten, wäre doch richtig geil, oder? Das wäre richtig cool. Also würde mich schon in einem Helikopter über die Bank fliegen sehen. Jetzt haben wir einen Sturm. Ich versuche mal zu landen. Wollen wir mal auf dem erstbesten Dach hier landen? Da einfach, ne? Gib dein Bestes, bitte. Hä, das hat funktioniert. Hey, du hast es super gemacht. Ich steig mal aus. Let's go. Ich steig auch aus. Nein. Ich spring einfach mal runter. Nein, da fliegt jemand anders mit dem Helikopter. Er fliegt. Ich bin aber auf mein Helikopter drauf. Wir haben ein kleines Problem, habe ich das Gefühl. Ja, aber er hat mich nach oben geflogen. Der fällt wieder runter. Wir haben hier gerade ganz große Schwierigkeiten, Barpo. Ja, ich bin gleich tot. Okay, warte mal, ich bringe uns hier sicher raus. Du schaffst das, bestimmt. Ja. Ich glaube an dich. Ja, ich glaube auch an das Herz der Karten, so Freunde. Wir müssen jetzt zu einem Raub fliegen. Wir können ja nicht die ganze Zeit rumeiern. Dafür müssen wir jetzt erstmal zu einem Dealer. Weißt du, wo ein Dealer ist? Dealer B. Natürlich, ich leite dich. Flieg geradeaus. Okay, perfekt. Bisschen nach rechts orientieren. Ja, ich versuch's. Rechts. Links. Landen, aussteigen. Nein. Ich bin tot. Ich bin, glaube ich, ich hab's noch überlebt. Ja, dann fliegen wir erstmal zum... da unten liegst du, lol. Bist du schon ganz tot? Können wir dich schon abholen vom... Ja, ich bin ganz tot. Dann muss ich jetzt eben das Krankenhaus finden. Freunde, eigentlich wollen wir kriminell sein, aber wir haben auch irgendwie den Helikopter. Oh, hier kann ich landen. Aber wo ist denn das Krankenhaus? Ich glaube, ich weiß, wo das Krankenhaus ist. Da vorne. Ist das in der Nähe vom Containerhafen? Ja, nein. Ja, doch, schon. Nee, das ist nicht das Krankenhaus, wo ich meinte. Du musst jetzt gerade mal selber gucken. Ich seh dich. Da oben fliegst du. Ach, da ist das Krankenhaus. Barpo, hier links von dir. Links, drehen Sie sich nach links. Ja, links. Ach, da. Fliegen Sie geradeaus? Nee, rechts. Ich versuche. Ich habe nur ein Problem mit der Lenkung. Oh mein Gott. Ich muss eigentlich noch höher. Kann ich nicht höher fliegen? Kollege, rechts, landen. Ja, ich versuch's doch. Da vorne ist das. Ich sehe es doch. Wo fliegst du hin? Ja, ich versuch's. Hier ist das Krankenhaus. Ich bin jetzt gleich rechts auf dem Dach. Ich bin hinter dir. Du bist so offen beim Krankenhaus. Ach, nee, dahin. Geradeaus. Ach, da bist du. Hier ist eine schöne freie Fläche zum Landen. Aber ich weiß nicht, wie man runterkommt. Drück E. Nee, dann steige ich aus. Ja, das ist ja das Prinzip. Drück E. Nein, man kann auch irgendwie landen. Ich habe keine Ahnung, wie man landet. Aber warte mal, mit Steuerung. Warte mal. Ich komme zu dir. Ja, komm mal her. Und ich steige ein. Let's go. Und jetzt geht's zum Dealer. Paar Schwierigkeiten, aber jetzt schaffen wir es. Let's go. Okay, und der Dealer ist ja beim Containerhafen. Wir sind ja mittlerweile Notruf M-Profis. Dann wissen wir das auch. Genau. Ich kann auch ein Leerzeichen drücken. Dann kann ich richtig hochfliegen. Alter, geil. Okay, ich drehe mich so viel. Das will ich gar nicht. Freunde, wir versuchen einfach mal da vorne beim Dealer direkt zu landen. Ich glaube an dich. Ja. Bisschen geradeaus und jetzt Steuerung und dann hast du es. Ja. Okay, Gas. Ich glaube, man darf nicht zu schnell nach unten fallen. Das hatte ich schon mal mit dem Notruf Emden-Admin hatte ich das schon mal. Da bin ich gestorben. So, und jetzt muss ich aussteigen und verriegeln. Gut gemacht, Glückwunsch. So. Ich bin stolz auf uns. Wir haben das jetzt geschafft, das erste Mal. Warum wollten wir überhaupt zum Dealer? Ich habe
noch eine Waffe. Hast du eine Waffe? Ich habe eine Waffe. Okay, ja gut. Dann können wir los. Dann können wir los. Okay, zieh in Sperren. Nee, warte mal. Ich steig mal aus. Flieg du uns mal... Hä? Ich steig mal... Okay, ich will eigentlich aussteigen. Flieg du uns mal zu einem Tankstellenraub oder sowas. Apothekenraub. Und Freunde, danach, wenn wir das überlebt haben, werden wir zur Bank fliegen und den Bankraub mit dem Helikopter machen. Ich glaube, das wird krass. Junge, du bist ein Naturtalent, Alter. Natürlich. Ich wurde dafür geboren. Ey, da kannst du echt richtig gut. Warum kannst du das so gut? Warum stelle ich mich so an wie ein Boomer und du kriegst das direkt hin? Ey, das ist mega unfair. Das hast du doch schon mal gemacht. So. Okay. Ey, aber die Landung darfst du nicht verkacken, ne? Dann sterben wir. Nein, ich bin Profi. Na, okay. Glaub an mich. Ja, ich glaube an dich. Freunde, wenn ihr an Gaming Area glaubt, dann müsst ihr jetzt ein Like da lassen. Und sicher gelandet. Alter, Respekt. Abschließen? Ah ne, das muss ich machen. So. So, ich sichere hier alles ab. Okay, nice, Ehre. Dann raub ich ihn aus und du kannst am besten da vorne, ist schon so eine Vitrine, die kannst du auch noch ausrauben. Ja, ich schlag sie mal für dich kaputt. Ist ja dein Video, du hast mich Helikopter fliegen lassen und das ist die Bezahlung dafür, würde ich sagen, als Dankeschön. Absoluter Ehrenmann, okay. Ach, hier ist auch noch was. Ah, nice. Das sieht ein bisschen aus wie Gönnergy. So, du musst mich mal eben ein bisschen lotsen. Wo ist die Bank? Die Bank, warte, also du fliegst erstmal nach rechts. Rechts wenden. Ja, ich versuch's. Dann musst du geradeaus fliegen. Warte, ich lotse dich hin. Weiter nach rechts wenden. Weiter nach rechts? Oh mein Gott. Ich glaube schon. Wie bedient? Boah, ich dachte ich gerade, ich ramm das. Nee, doch wieder nach links. Wir fliegen hier ganz komisch gerade. Wir fliegen also einmal nach links Zickzack über die Map und finden geradeaus. Alles gut, wir kriegen das hin. Geradeaus. Hä? Geradeaus, geradeaus. Hier ist die Bank. Hier ist sie. Ah. Und jetzt landen. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay. Ich kann hier sogar schießen. Warte mal. Okay, dann lande ich jetzt hier erstmal. Und ich habe gar nicht im Blick, wie hoch ich bin. Ah, okay. Nur noch einen Zentimeter. So, aussteigen. So, und jetzt gehen wir rein und machen den Bankraub. So, und jetzt müssen wir den Code finden. Ich würde sagen, wir suchen hier einfach mal gemeinsam alles ab. Das geht nämlich schneller. Ja, ich guck einfach mal, aber hier habe ich jetzt nichts gesehen. Ja, wo hattest du denn letztes Mal den Code? Weißt du das noch? Ja, der war genau hier. War der. Ja, ich glaube, der lag auf einem Tisch. Ja, die können überall sein. Auch unter den Tischen und sogar hinter den Blumen und hinter diesen Wänden, die da aufgestellt werden. Oh, da ist, glaube ich, Polizei. Hier ist so ein Floppo. Ich glaube, wir können die Tür einfach so öffnen. Warte mal, ich mache die einfach mal so auf. Und die ist auf. Okay, wir gehen rein. Ja. Leider ist die Bank schon ausgeraubt worden. Achtung, ich glaube, der wirft da eine Granate oder sowas hin. Wollen wir lieber abhauen? Ich glaube, das wäre besser, ne? Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem. Mit einem Granatwerfer ist nicht zu spaßen. Ich glaube, das sollten wir lieber schnell weg. Ja, aber wir kennen uns jetzt aus, ne? Wir kennen uns jetzt hier aus. Wir bauen hier keinen Unfall mehr. Oder verlaufen uns nicht mehr. Wo bist du? Ich habe gerade gesagt, wir verlaufen uns nicht mehr. Ich steig schon mal ein. Du darfst fliegen, ja. Wenn du willst, kannst du fliegen. Ich setze mich hinten rechts rein. Dann bist du mein Chauffeur. Und jetzt geht's los. Oh, wir haben sogar noch einen Gast dabei. Da unten sind die ganzen Autos. Ey, das ist so cool, mitten im Helikopter in so einem Notrufspiel rumzufliegen. Dann müssen wir jetzt als nächstes zu einer Tankstelle fliegen oder zu einer Apotheke, die wir ausrauben können. Area ist unser schöner Pilot hier. Ich vertraue natürlich auf dich, ne? Du hast hier drei Menschenleben in der Hand, ne? Natürlich, also ich bin ja der beste Flieger hier auf der ganzen Welt. Na okay, wenn du der beste Flieger... Achtung, du warst... Ich war's nicht. Also ich war es auch nicht. Ey, du hast uns einfach umgebracht, Freunde. Ich glaube, ich muss mit Area nochmal in die Flugschule. Wenn ihr das sehen wollt, wie Area und ich zusammen nochmal Notruf Hamburg spielen, Notruf Emden, dann schreibt es in die Kommentare und schau dir jetzt gerne das Video mit mir und Area zusammen auf seinem Kanal an. Bis dann und ciao. Ciao.